damit guten Abend und herzlich willkommen. Nachtkultur heute mit La Traviata, mit Led Zeppelin, mit einem Expeditionsmaler und mit Mannheim. 400. Geburtstag feiert die Stadt ja in diesem Jahr. Und jetzt zum Abschluss macht sie sich ihr schönstes Geschenk mit Porträts ihrer Menschen. Denn die machen eine Stadt ja schließlich aus. Immer wieder war Pino Bertelli in Mannheim unterwegs. Der fotografierende Flaneur gilt als Meister der italienischen Straßenfotografie. Jahrzehntelang hat er als Stahlarbeiter in Piombino geschuftet und nebenher die Menschen dort ins Bild gesetzt. Ganz schnörkellos, so wie sie sind. Denn die Schönheit des Menschen ist für ihn unantastbar. In Mannheim war er sehr gern. Nicht nur, weil sich praktisch alle von ihm knipsen ließen, obwohl er kein Wort Deutsch spricht, sondern auch, weil er anders als neulich in Neapel keine 4 Bodyguards braucht, die ihn und vor allem seine edle Kamera beschützen. Frank Rother hat ihn bei der Arbeit begleitet. Seine erste Kamera hat er tatsächlich einem deutschen Touristen geklaut. Damals war Pino Bertelli ein Straßenkind aus allerkleinsten Verhältnissen. Heute ist er einer der renommiertesten Fotografen und Filmkritiker Italiens. Anderthalb Jahre war er immer wieder auch in Mannheim unterwegs mit seiner Kamera. Ich habe schon immer eine Art soziale Fotografie gemacht, schon als ich selbst noch in der Fabrik arbeitete. Denn ich glaube, dass es auf der Welt eine sehr große Anzahl von Menschen gibt, die keine Stimme haben, die nie eine gehabt haben. Diese Menschen werden nur dann wahrgenommen, wenn jemand vom Film, ein Fotograf oder Künstler, jemand aus den Kommunikationsmedien, also ihnen eine Stimme gibt. Dieses Mädchen hier drückt für mich ihren sozialen Status aus, der sehr gering ist. Ich sehe aber auch die Würde eines Menschen, der sagt, hier bin ich und ich bleibe hier. Und auch wenn ich arm bin, so bin ich doch kein Straßenkind, kein verlorenes Mädchen. Ich bin da und möchte in Schönheit leben. Wie man in Piombino lebt, diesem Zentrum der Stahlindustrie im Norden Italiens, weiß Bertelli genau. Die Stadt ist seine Heimat. In ihren Fabriken hat er gearbeitet, 30 Jahre lang, Schicht. Hier begann er in den 50ern erste Fotos zu machen, ist mit auf die Barrikaden gegangen und hat Filme gedreht. Immer im Blick den Menschen und die sozialen und politischen Verhältnisse, in denen er lebt. Ein bekennender Linker ist der Fotograf und Mensch Pino Bertelli bis heute geblieben. Un posto ci sarà, fatto di lava e sale, dove la gente sa che ora di cambiare. Un posto ci sarà. Importante. Egal, was ich fotografiere, das Wichtige ist immer, dass ich auf Augenhöhe bin mit meinem Gegenüber. Alle sind gleichbedeutend und gleich wichtig. So erreiche ich zumindest in meiner Fotografie eine klassenlose Gesellschaft. Ich glaube, in jedem Menschen ist ein Kern von Schönheit. Egal, ob er ganz unten oder ganz oben steht. Was ich möchte, ist, diese Schönheit zu finden. Aber nicht nur. Es geht mir darum, mit dem Fotoapparat den Menschen zu berühren und in einem Moment, wenn es klappt, etwas Authentisches zu finden, das man die Seele nennen könnte. Die soziale Struktur einer Stadt findet sich in den Gesichtern ihrer Bewohner, weiß Bertelli. Und so ist er 18 Monate immer wieder in Mannheim umhergestreift. Mit den Füßen fotografieren nennt er das. Die Menschen, jung oder alt, Ausländer oder nicht, seien ihm, dem Fremden, erstaunlich offen begegnet. Nur selten habe er Ablehnung erfahren, stattdessen aber interessante Geschichten erlebt. Per fare questa fotografia è stato molto difficile.
Dieses Foto zu machen war sehr schwierig. Das Mädchen war mit seiner Familie unterwegs, alles streng gläubige Muslime. Über eine Stunde habe ich mit dem Vater diskutiert. Er war sehr aufgebracht und wollte nicht. Das Mädchen aber schon. Wenn man jetzt überlegt, dass dieses Kind seinen Vater überzeugen konnte, das Foto zuzulassen, dann bedeutet das, es gibt Hoffnung in dieser Welt. Die Hoffnung kommt ja von den Frauen und den Kindern. Sie tragen die Zukunft in sich, eine andere, mögliche Zukunft. Ohne Barrieren, ohne Rassendiskriminierung und ohne politischen Opportunismus. Er hat mehr als 50.000 Fotos in seinem Archiv. Veröffentlicht hat er nur wenige und Geld all die Jahre nie damit verdient. Er will unbedingt unabhängig bleiben von kommerziellen Interessen. Die Straßenfotografie bedient keinen Markt. Sie vermeidet es, Dinge zu ästhetisieren oder extra hässlich zu machen, um sie verkaufen zu können. Was zählt, ist allein die Schönheit des Menschen. Die Würde des Menschen. Wie unantastbar sie ist, kann man sehen. Auf den Fotos von Pino Battelli.